als hätte jemand vorher nachgezählt. So, hallo, was für eine wunderbar illustre Runde wir hier haben. Die erste Frage geht an euch beide. Ihr habt wahnsinnig viel geackert und gearbeitet, dass wir heute hier sein können und den Rindermarkt bespielen als MLC. Wenn ihr jetzt hier in die Runde schaut, und vor allem mit dem, was gestern schon passiert ist, wie geht's euch beiden so emotional gesehen? Ich glaube, wir sind in einem sehr interessanten Flow-Modus gerade. Gestern hat das Adrenalin vorgeherrscht, jetzt ist es einfach nur noch die Endorphine, die Freude, was hier ein riesiges Team an Ehrenamtlern auf die Beine gestellt hat und wie viele Leute tatsächlich mit dabei sind, sich das anhören und nicht einfach nur klassisches CSD-Partyprogramm mitmachen. Also uns geht es gerade wunderbar und es ist ein großer Dank ans Team und ein großer Dank an euch alle. Applaus! Nicht wirklich. Also einen großen Applaus vielleicht auch nochmal unsere Helfer. Das sind dieses Wochenende über 70 ehrenamtliche Helfer. Das ist nicht nur im Vorstand, sondern sind all unsere Helfer hinter und vor der Bühne, auch im Infostand, die dies alles wirklich gemacht haben. Und dafür herzlichen Dank. Das mit dem Applaus klingt ja super ohne Aufforderung. Yeah. So, jetzt haben wir hier den MLC und den CSD sitzen. Wie kann man sich das vorstellen? Hat der CSD schon jahrelang beim MLC an der Tür gekratzt und gesagt, oh mein Gott, ihr müsst endlich mal den Rindermarkt bespielen, wir brauchen eine kinky Bühne? Oder hat der MLC schon jahrelang beim CSD gekratzt und gesagt, oh mein Gott, wir brauchen endlich eine kinky Leder-Fetischbühne? Wie kann man sich das so vom Ablauf her vorstellen? Alex. Also, gekratzt hat tatsächlich noch niemand an keiner Tür. Aber der MLC war ja schon die ganzen Jahre und Jahrzehnte beim CSD mit dabei, sei es jetzt bei der Demo oder auch auf dem Straßenfest. Und jetzt ist es so, der Rindermarkt war ja lange, lange Jahre unsere Party-Area, aber ist dann dem entwachsen, weil einfach zu klein, zu viele Menschen. Wir sind ja jetzt mit der Party-Area auf dem Odeonsplatz und wir haben ein Jahr Pause gemacht hier und dann war klar, wir wollen den Rindermarkt reaktivieren als Special Area. Und dann kam das 50 Jahre MLC-Jubiläum dazu und eine tolle Idee, hey wow, wir könnten doch mal was zusammen machen und Fetisch auf den CSD bringen, in einer etwas größeren Form. Dann gab es erste Gespräche, Begeisterung auf allen Seiten war mein Gefühl und das Ergebnis haben wir hier. Yay! Yeah. Frank, du hast in die Szene reingehört auch lange und geschaut, wie man das machen könnte. Wie war dein Eindruck? War es endgültig mal Zeit für eine Fetischbühne hier beim CSD in München? Wie war so die Entwicklung für dich? Also ich würde sagen, natürlich war es Zeit für so eine Bühne, aber es war Zeit, diese Community hier zu würdigen sozusagen. Mit genug Spielraum, mit genug Bühne im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, um diese Geschichten hier zu erzählen. Und das ist auch beim CSD jetzt nicht in dem Sinn eine selbstverständliche Entwicklung, das muss man so klar sagen. Es gibt hier so viele Interessen und Untercommunities, da muss man einfach durch Gespräche und überzeugen und erklären, daran arbeiten, dass dieses Anliegen hier, diese Community wahrgenommen wird und sichtbar gemacht wird. Und das geht Step by Step. Ich bin jemand, der fliegt so ein bisschen unterm Radar durch die CSD-Organisation. Ich bin nicht Vorstand in dem Verein oder eine wichtige Person, die automatisch nach vorne geschoben wird. Warte, das ist ein Vorteil, weil das ist ein absoluter Vorteil, weil ich kann eben, ich habe meine Ohren überall, ich arbeite mit und kann dann eben zuhören und Bedürfnisse erkennen. Und dann nehme ich das, das ist mein Job sozusagen als Kommunikationsmacher, visuell oder anders, zu sagen, hey Alex, wir müssen diese Community sichtbar machen. Und dann ist er der Erste, der sagt, wie machen wir das? Und so arbeitet es letztendlich. Dankeschön, Frank. Jetzt ist Kink, Fetisch und all die doch etwas expliziteren, im ersten Blick expliziteren Spielarten der queeren Szene schon lange ein nicht ausradierbarer und toller Teil des CSDs, der Politparaden. Wie nehmt ihr das wahr in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Es gab sehr viele Diskussionen. Darf die Puppies und die Ledermenschen, und die waren die ersten, die mal in der Tagesschau zu sehen waren, und man hat immer den Eindruck gehabt, es gibt nur Fetisch am CSD. Habt ihr das, wie nehmt ihr die Entwicklung wahr? Seht ihr euch immer noch gut repräsentiert? Braucht es mehr
Fetisch und Kink auf den CSDs? Ich glaube, nicht mehr oder auch nicht weniger, sondern es ist die Message, die rüberkommen soll, ist, dass Fetisch, egal ob schwul, queer oder lesbisch, einfach Teil der queeren Community ist. Und zwar voll und ganz. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht nur heute hier sind, sondern Alex hat schon gesagt, der MLC und auch andere queere Kiki-Vereine wie Junges München, Querspiel, Freies München, die auch da oben ihre Stände haben, waren immer Teil schon, zumindest von dem Münchner CSD, und das ist auch Teil der Münchner Community. Und wenn andere CSDs jetzt dazu tendieren zu sagen, wir wollen keine Masken und wir wollen keine Fetischkerle, ist es traurig. Und umso wichtiger, umso dankbarer müssen wir sein, dass der CSD München uns, also nicht nur den MLC, sondern auch den anderen Kiki-Vereinen, die Möglichkeit geben, hier ihre Sichtbarkeit in der queeren Community zu zeigen. Und dafür vielen Dank, Alex. Und vielleicht noch ergänzend, weil du über das Thema Nachrichten angesprochen hast. Klar, es gibt so diese ikonischen Figuren, der Tom of Finland, Ledertyp und die Drag Queen, ergänzt bitte um den Papi, die in der Allgemeinheit einfach so für die schwul-lesbisch-queere Community stehen. Du bekommst automatisch deine Aufreger, deine Einschaltquoten, Vorteile werden bestätigt. Wunderbar. Und ich glaube einfach, mit so einem Format sagt man zum einen, hey, es ist nicht nur der Tom of Finland Ledertyp, es ist nicht nur der Hund, es gibt alle möglichen Mischformen. Und vor allem, es ist auch nicht immer nur die Standard 0815 Schablone, sondern es ist Geschichten dahinter, es sind Menschen dahinter, es gibt viele Varianten und es ist einfach ein fließender Übergang und dass du eigentlich die Gemeinschaft hast und nicht einfach nur ein, hey, ich will mich präsentieren, weil ich jetzt bei der Tagesschau vorne dabei sein möchte. Und ich glaube, das können wir hier jetzt endlich mal wunderbar transportieren und dementsprechend auch diesem sehr, sehr oberflächlich genommenen Thema Fetisch Tiefgang verleihen. Dankeschön dafür. Alex, jetzt findet der CSD München ja auch in einer Stadtgesellschaft statt. Es gibt vereinzelt, aber es gibt immer wieder Diskussionen darum, wie viel Kink auf CSD sein soll. Es gibt kleinere CSDs, die sagen, sie sind familienfreundlich und es sollen gar keine Puppies mehr mitlaufen und es sollen bitte nur noch Regenbogenfamilien durch die Stadt laufen und hübsch winken. Wie ist bei dir das Gefühl im CSD München, kommen solche Forderungen auch an euch, dass man vermeintlich familienfreundlicher, weniger explizit sein soll? Wie geht ihr damit um? Also tatsächlich kamen solche Forderungen nicht an uns, bis jetzt zumindest nicht. Und ich möchte nochmal betonen, es geht bei dem CSD um Vielfalt. Und da ist Fetisch genauso ein Thema, wie zum Beispiel auch die Regenbogenfamilien, die oben auf dem Frauenplatz vor dem Dom sind. Und ich finde, das ist gerade unsere Stärke, unsere Communities, dass das alles zusammen und nebeneinander stehen darf. Und das sollten wir feiern. Das ist doch einfach cool, oder? Jetzt muss ich aber sagen, das ist absolut so. Ich mache Instagram für den CSD München und da kann ich sehr wohl lesen, auch queere Kommentare. Das darf nicht sein, was soll das, zur Schau stellen. Denkt euch jetzt irgendein Klischee aus und irgendjemand fühlt und denkt das. Und tippt es auch rein. Ja? Und ich finde, da müssen wir einfach klar weiter erzählen, dazu stehen, das richtig argumentieren. Ich kann euch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich bin Mitglied bei der SRG, da sitzen auch ein paar hier. Und vor ein paar Jahren waren wir in der Kaufingerstraße. Da war gerade die Kirche aus, ich vergesse gerade, wie die heißt da. Und da kommen die Worshippers raus und dann steht eine Lady bei uns und ja, ganz aufgeregt, sie hat da Pornografie gesehen. Ja, okay, was haben Sie denn gesehen? Ja, da vorne kann man schweinische Sachen sehen, Pornografie. Was haben Sie denn gesehen? Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat einen Harness gesehen. Also, deswegen bin ich so dankbar, dass ihr die Infostände hier habt. Einfach weiterhin aufklären und erzählen und die Dinge richtig rücken, weil zu viele Menschen haben einfach völlig falsche Vorstellungen letztendlich von dem, was Pornografie und Schweinkram ist und was nicht. Ja, also gibt es da noch viel zu tun und danke, dass ihr das macht mit der Area und in eurer Clubarbeit und Vereinsarbeit. Das müssen wir weitermachen, wir müssen da dagegen kämpfen. Also ja, Aufklärung, das ist einfach total wichtig und hier einfach zu sehen, die verschiedenen Spielarten von, das ist einfach ganz wunderbar. Das ist ein Stück Normalität. Punkt. Und Applaus. Nicht, dass wir den gerade bestellt haben. Es gibt natürlich immer Diskussionen, es gab auch Diskussionen darüber, wie diese Bühne hier es heißen soll und wie sie erscheinen soll und keine Ahnung was. Also es ist natürlich, aber ich finde gerade, wenn man hier auf diesem Platz...
wenn man hier auf diesen Platz schaut, sieht man, wie friedlich und wie offen und wie divers man Kink und Fetisch und Leder vermitteln kann und den Leuten nahebringen kann. Deswegen großen Applaus auch nochmal an euch, wie toll ihr anwesend seid, zuhört und mitmacht. Das ist wirklich fantastisch. So, blicken wir doch nochmal in die Zukunft. Wir haben jetzt das 50. Jubiläum. Wir wollen vielleicht nicht bis zum 100. warten, bis das hier wieder stattfindet. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie man CSD, MLC, Fetisch weiterhin zusammenhalten, bringen, noch toller gestalten kann in der nicht so weiten Zukunft? Gibt es da schon irgendwas, was ihr gerne hättet? Voneinander. Ihr seid jetzt nicht hier, ihr seid zusammen hier, aber voneinander. Könnt euch auch streiten. Also ich glaube, was sich schon entwickelt hat und heute mal ganz großen Anschub bekommen hat. Der MLC war lange Zeit unter dem Radar an vielen Stellen unterwegs. Bloß nicht anecken, bloß nicht auffallen, weil es könnte ja Ärger geben. Und im Prinzip hier auch getragen durch eine CSD München, getragen durch eine queere Stadtgesellschaft, sichtbarer zu werden, zu sagen, okay, wir sind da, wir sind stolz, wer wir sind stolz, worauf, was wir sind. Das rauszutragen, das bei verschiedenen Gelegenheiten, sei es in Eiderhobe, sei es die diversen Straßenfeste, die Vernetzung in der Szene einfach weiter auszubauen. Und das ist, glaube ich, was wir die nächsten Jahre auch weiter sehen werden und was sich entwickelt. Was dann an größeren Dingen noch kommen wird, ich schaue mal rüber, ob Curtis noch was im Kopf hat. Also ich habe mir gedacht, dass der MLC nächstes Jahr den Marienplatz übernimmt, oder Alex? Also, vor 300 Zeugen. Noch habe ich nichts zugesagt. Nein. Also, wir haben ausgemacht, dass wir uns nach dem CSD mal zusammensetzen wollen. Und dann schauen wir mal, wie wir das weitermachen, oder? Ich glaube, das wird gelingen, weil den Kontakt, den wir zu euch hatten, war so wundervoll. Ihr seid steht zur Verfügung. Euer Team ohne Murren und Mähen. Okay, Curtis, ich brauche noch das und das. Zwei Minuten später kommt eine Audionachricht, die dauert 4 Minuten, aber ich kriege die Info, die ich brauche. Ihr seid so offen und so, da merkt man, ihr wollt das und ihr macht das und das ist das, was die Seite braucht. Und wenn wir dann das Richtige wieder zurückgeben können, würde ich das Community-Arbeit nennen, wie es im Bilderbuch steht. So können wir zusammen was bauen und erreichen. Klingt es kitschig, aber es gilt so. Weiter so. Überhaupt nicht glitschig. Und ich will einfach nur sagen. Glitschig, meine Es hat einfach riesen Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, und ich freue mich, dass wir das dann hoffentlich irgendwie fortführen werden. So. Kammert sich, wir haben es ja gerade angesprochen, der MLC auf am Marienplatz ein bisschen. Da drüben, die große Bühne. Wäre das was, was ihr euch, also wir können ja mal fantasieren, gell, warum auch nicht? Also wir waren ja letztes Jahr und auch gestern schon zum kurzen Bühnenauftritt da und haben im Regen ein paar Sätze gesagt, also wir sind ja schon so ein 2-Minuten-Anteil, sind wir ja schon am Marienplatz. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Und es war ein wunderschön kitschig-glitschiger Anfang. Es waren tatsächlich Leute im Regen an der Bühne, die dich da getragen haben und wo du auch merkst, hey, ja, da ist das Interesse da. Und faszinierenderweise heute Morgen, wir schauen so in die Clubpostfächer rein, so, ja, wir haben da was gelesen, wann können wir denn mal bei euch vorbeikommen, wo seid ihr denn? Ich bin nur neugierig. Wenn wir genau das erreichen, dass Leute, die bisher vielleicht irgendwas in sich haben, sich schlecht fühlen, glauben, das darf nicht sein, jetzt merken, hey, nee, es ist okay. Und ich habe hier Leute, mit denen ich unterhalten kann, wo ich den Zugang habe. Ja, dann ist doch das die wunderbare Happy End Geschichte, oder? Zum Happy End gehen wir auf eure Seite. Wie wäre es so mit mehr MLC Happy auf. Happy Ending? Frank, wir haben uns auch besprochen, sowas nach 22 Uhr. Was dann im Underground. Wie wäre es mit, weil nächstes Jahr, wenn dieses Jubiläum vorbei ist, wo findet King dann noch auf Bühnen rosemäßiger statt? Und könnte es der Marienplatz?
Sag. Nur der Chef beantwortet. Also, ich darf jetzt tatsächlich noch überhaupt nichts sagen. Es tut mir leid. Ich kann nur sagen, wir werden uns nach dem CSD zusammensetzen. Da freue ich mich schon drauf. So im Juli, August haben wir gesagt, ne? Okay. Und dann wird es spannend. Wir alle werden Zeugen werden, wie das nächstes Jahr dann so ist, beim 51. Jubiläum des MLC in München, wo wir das dann feiern werden. Ich bedanke mich sehr bei euch. Wir haben noch Aufkleber. Genau, also yay, Frank übernimmt. Weil ich so ein Angeber bin, dachte ich, deswegen, ich habe es mal in groß, damit ihr das da unten seht. Ich habe eine kleine Limited Edition Aufkleberversion gemacht, da ihr uns erst am Sonntag eingeladen habt, habt ihr jetzt noch ein paar Stunden, die unter die Leute zu kriegen. Aber weil einfach die Buchstaben MLC, CSD so herrlich ineinander übergehen und damit auch so eine Verbindung, finde ich, ausgedrückt werden kann, möchten wir euch die Aufkleber einfach schenken. Das ist statt Blumen sozusagen. Roxy, nimm die mal und bring die unter die Leute. Und vielen Dank für alles, was ihr macht. Applaus für die Aufkleber. Ich bin mir sicher, wir finden hier ein paar freundliche Service-Puppies, die die gleich danach austeilen und apportieren werden. Service-Puppies ist schön. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Alex Kluge, Frank Zuber und Curtis und Martin, dass ihr hier ein bisschen Backstage von erzählt habt, wie das hier alles zustande gekommen ist. Ihr habt viel zu tun, wir haben alle viel zu tun noch am Wochenende. Vielen Dank euch, wir bringen die Aufkleber unter euch und das Volk. Und jetzt nochmal einen tosenden Applaus für diese vier wunderbaren Herrschaften. Dankeschön. So, und wenn die Service-Puppies schon da sind, können wir die Aufkleber verteilen. Aber ich glaube, wir müssen sie noch suchen. Yay! Yeah. Oh, oh! So, das war der erste Bühnenabgang. Gott sei Dank ist noch niemand hier runtergeflogen. Hey! Das haben wir gehört.